Hallo da draußen, heute machen wir ein Remake von einem alten Video, was wir mal gemacht haben, was damals ziemlich gut angekommen ist, aber leider von der Audioqualität nicht so perfekt ist. Also es ging damals um Ebenen und genau das, was ich euch damals erklärt habe, erkläre ich euch heute jetzt einfach nochmal in super toller Audioqualität. Fangen wir also gleich mal an. Wir sind hier in GIMP und hier möchte ich euch jetzt das Prinzip der Ebene näher bringen. Dafür habe ich jetzt schon mal ein neues Projekt erstellt. Das ist ein Prinzip, auf dem eigentlich alle besseren Bildbearbeitungsprogramme, auch Photoshop, aufbauen. Fangen wir also an, indem ich euch ein tolles Modell näher bringen will, womit man sich diese Ebenen gut vorstellen kann, und zwar das Modell des Overhead-Projektors. Wenn wir einen Overhead-Projektor haben, dann können wir ja eigentlich eine beliebige Menge an Folien da drauflegen. Sagen wir haben eine Folie, auf der ein Stein ist, und die legen wir einfach mal auf den Overhead-Projektor, dann würden wir ja an der Wand projiziert nur diesen Stein sehen. Wenn wir jetzt noch einen zweiten Stein auf den ersten Stein drauflegen wollen, dann könnten wir den erstens direkt auf die erste Folie malen, oder wir könnten einfach eine zweite Folie nehmen, auf die einen Stein drauf malen und dann die zweite Folie über die erste Folie legen, und an der Wand würden wir dann nur beide Steine übereinander sehen. Letztere Methode hat den Vorteil, dass ich jetzt auch beide Steine relativ zueinander bewegen könnte. Das heißt, ich könnte den einen Stein ein bisschen über den anderen Stein schweben lassen oder ich könnte beide Steine verwechseln. Das könnte ich eben nicht, hätte ich beide auf eine einzige Folie gemalt. Wenn wir hier in diesem Programm sind, dann haben wir ja hier das fertige Bild, möchte ich mal sagen. Das ist im Grunde genommen das, wenn man dieses Modell nimmt, was an die Wand projiziert wird. Also quasi alle Folien übereinander, was dann rauskommt. Eben das an die Wand projizierte. Hier rechts sehen wir quasi den Querschnitt aller Folien bzw. Ebenen, die übereinander gelegt sind. Im Moment ist das nur eine, die Hintergrundebene, die im Moment mit weißer Farbe gefüllt ist. Damit ich das Ganze ein bisschen besser zeigen kann, erstelle ich jetzt einfach mal noch eine zweite Folie, die nenne ich jetzt hier mal Ebene 1. Und wir sehen, jetzt haben wir hier im Querschnitt erst ganz unten die Hintergrundfolie und dann darüber noch eine zweite Folie. In diesem kleinen Forscherbild von der Ebene sehen wir ja, was da drauf ist. Hier sehen wir jetzt gerade dieses Muster, dieses Kachelmuster. Und das sagt uns, dass wirklich gar nichts in der Ebene ist. Also da ist jetzt kein Muster drin oder so, sondern das sagt uns nur, dass die gesamte Folie Schrägstrich Ebene noch vollkommen transparent ist. Ich habe Ebene 1 jetzt also ausgewählt und nehme hier dieses Pinselwerkzeug und male da einfach mal einen Punkt drauf. Hier haben wir jetzt also einen Punkt. Und wenn ich hier das Verschieben-Werkzeug nehme, dann kann ich die gesamte Ebene 1 nehmen und verschieben. Hier in diesen Rändern sehen wir jetzt, das hier ist die Ebene bzw. die Folie, wenn man es sich so vorstellen will. Und die kann ich eben jetzt herumschieben und damit dann eben auch den Punkt auf der Hintergrundebene verschieben. Im Endeffekt hier an der Wand in Anführungsstrichen sieht es jetzt eben so aus, als wäre der Punkt direkt auf dem Weiß. Ist er natürlich nicht, denn ich habe ihn ja in einer zweiten Ebene erstellt und kann ihn deshalb auch so toll herumschieben. Wenn ich jetzt mal noch eine weitere Ebene erstelle und die Ebene 2 nenne, dann könnte ich jetzt auf Ebene 2 noch irgendetwas anderes drauf malen, vielleicht ebenfalls einen Punkt nur in einer anderen Farbe, vielleicht mal in Rot. Und dann nochmal das Verschieben-Werkzeug auswählen. Jetzt kann ich also den roten Punkt relativ zu dem schwarzen Punkt bewegen. Und wenn ich die Ebene 1 wieder auswähle, so kann ich die hier so übereinander legen, wenn ich will. Und was ich auch machen kann, ist den einen Punkt direkt auf den anderen Punkt zu ziehen. Und wir sehen jetzt, dass ich mehr oder weniger nur das Rot sehe. Dahinter sehe ich ein ganz klein bisschen das Schwarz durchschimmern, aber eigentlich sehe ich nur das Rot. Und das liegt daran, dass die rote Ebene, Schrägstrich Folie, über der schwarzen Folie ist. Wenn man sich das wieder an einem Overhead vorstellt, wenn ich das eine Bild über das andere lege, dann wird das untere Bild logischerweise nicht wirklich durchscheinen. Ich kann natürlich jetzt auch diese rote Ebene mit einem Klick auf diesen Button einen weiter nach unten verschieben und plötzlich sehe ich nur noch die schwarze Ebene. Gut, das mache ich jetzt hier mal wieder rückgängig und schiebe beide auseinander. Um das nochmal ein bisschen besser zu verdeutlichen, erstelle ich mal noch eine dritte Ebene oder eine vierte mit der Hintergrundebene, wenn man die mitzählt, und male da mal in Blau drauf. Ebenfalls einfach nur so einen Punkt. Ich wähle wieder das Verschieben-Werkzeug aus und dann können wir jetzt ja einfach mal alle drei Punkte so ein bisschen übereinander legen. Na komm. Wie ihr seht, ich muss eigentlich nur in die bemalte Stelle der Ebene klicken, um sie auszuwählen. Also ich muss nicht immer hier die Ebenen auswählen. Wenn ich jetzt auf das Rot klicke, dann wird automatisch die rote Ebene ausgewählt und ich kann sie verschieben. Lasse ich jetzt einfach mal die blaue Ebene, die ja im Moment ganz vorne ist, ein bisschen nach unten wandern. Einmal unter die rote Ebene und dann nochmal unter die schwarze Ebene. Dann, um das nochmal zu verdeutlichen, kann ich auch die rote Ebene wieder runter wandern lassen und auch die schwarze und bin dann auch wieder im Ausgangszustand.
Ich ziehe das mal hier auseinander, um euch nochmal eine letzte Funktion zu zeigen. Dafür wähle ich mal die rote Ebene aus. Ich klicke hier also mal auf Filter und suche mir dann hier irgendeinen Filter aus. Sagen wir mal unter Verzerren, da wähle ich mal das Mosaik aus. Und ja, ich lasse es jetzt einfach mal so eingestellt, wie es ist und drücke dann auf OK. Und wir sehen hier, dass nur eine Ebene, nämlich die, die ich ausgewählt habe, verändert wurde. Also der rote Fleck wurde jetzt hier zu so einer Art Mosaikmuster. Alles andere, Ebene 1 und auch Ebene 3, sind vollkommen unverändert geblieben. Das heißt, auch Filter wirken sich nur auf die Ebene aus, auf die man sie anwendet. Auch wenn ich jetzt hier zum Beispiel das Radiergummi-Werkzeug nehme, solange ich nur die rote Ebene ausgewählt habe, radiere ich auch nur drauf. Ich gehe jetzt hier über den schwarzen Punkt, aber ich entferne ihn nicht, sondern ich entferne nur hier diese kleinen Mosaiküberreste. Man erkennt also ganz klar die vielen Vorteile, die das Prinzip der Ebenen uns doch liefert. Ich hoffe, ihr habt das soweit verstanden und ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn euch das gefallen hat, dann abonniert doch Orange und Black und ansonsten bis zu einem nächsten Video von uns.